Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen absolut geschmeidigen und geil cremigen Tag. Heute gibt es die Teamfight Tactics Patch 9.14 Notes. Diese sollen jetzt wöchentlich herauskommen und ich muss sagen, gegen meine Erwartungen, das ist richtig, richtig viel Fleisch hier in diesem Patch. Das heißt, das ist nicht nur hier ein bisschen Damage, da so ein bisschen Kosten und hier, sondern das ist eine wirklich richtig, richtig lange Liste an Änderungen. Und wir werden zusammen durchgehen, was für Meta-Änderungen könnte das haben. Das heißt, werden vielleicht neue Kombos entstehen, werden alte Kombos wegfallen, was wird broken sein oder was wird insgesamt möglich sein. Und würde sagen, wir fangen auch direkt an und zwar mit Twisted Fate. Ja, das ist eine neue Einheit, die kommt dazu, kostet 2 Gold, ist also eine grüne, wird Pirat sein als auch Sorcerer, das heißt beide Kombos, gerade Pirat kriegt man natürlich jetzt deutlich schneller zusammen. Ja, Pirat war immer so ein Problem, da musstest du sehr, sehr oft auf Gangplank warten, der wollte einfach nicht kommen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass mehr Epic Units, also 4er Gold Units drin sind, als die blauen, die 3er. Auf Ash und Gangplank muss ich immer Jahre warten. Man kriegt jetzt also die Pirate Combo besser zusammen, hierzu aber später noch einen kleinen Zusatzpunkt. Seine Fähigkeit, die er hat, ist Pick a Card. Das heißt, er wählt eine seiner Karten aus. Die eine ist Gold, damit stunt er jemanden. Die andere ist Rot, damit macht er AOE-Damage. Und die andere ist Blau und die ist auch sehr interessant. Damit gibt er sich und Verbündeten, also die in der Nähe sind, Mana wieder. Klar hatten einige gesagt, hey, ne, wollte Rito nicht das RNG entfernen und reduzieren und dies und das. Und dann packen sie wieder Twisted Fate dazu. Da gab es wieder hier so ein paar Kommentare. Muss aber ehrlich sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und ein bisschen RNG ist absolut okay. Es geht halt nur um unfaires RNG. Wenn Twisted Fate sich entscheidet zu hinten, dann ist das seine Entscheidung. Wenn aber der Golem sich entscheidet, mir nicht ein Item zu geben, weil Golems geben irgendwie nie Items, dann ist das ziemlich unfair, während der andere überschüttet wird mit Items. Wenn Twisted Fate intet, sein Ding. Ranked, ja. Ranked wird innerhalb des Patches 9.14 dazukommen. Das heißt, hier steht auch irgendwo, es kann halt sein, dass es nicht sofort ist, sondern erst mit der Zeit kommt. Ja, ich hoffe, dass es sofort ist, aber mal sehen. Attack Speed Changes, die sind sehr, sehr interessant, muss ich tatsächlich sagen. Denn aktuell ist es so, dass Rageblade einfach prozentual das Attack Speed drauf gibt. Ja, oder Attack Speed Items, die du kaufst. Und jetzt sind die Attack Speed Items abhängig von dem Attack Speed Wert, den eine Einheit hat. Das heißt, eine Einheit, die langsam angreift, bekommt durch ein Attack Speed Item nicht so viel dazu. Ja, das heißt, ne, 10% für jemand, der nur einmal pro Minute angreift, ist halt nicht viel. Während jemand, der 5-mal pro Minute angreift, sind 10% halt deutlich mehr. Also ja, ich hab's schwierig. Langsame Einheiten kriegen nicht so viel Attack Speed. Sagen, machen wir es einfach so. Das Problem, was ich hierbei sehe, ist, dass man einfach nirgendwo sehen kann, wie viel Attack Speed denn jetzt eine Einheit hat. Ne, ich hätte super gerne einfach mal, dass man Rechtsklick draufdrückt und dann sieht man, okay, hey, die Einheit hat 50 Auto-Attack-Damage, 30 Rüstung, 40 Magieresistenz und 7 Attack Speed oder was weiß ich. Das kannst du zwar auf irgendwelchen Seiten nachgucken, aber das fehlt in-game einfach komplett. Vielleicht geht es auch und ihr könnt es mir sagen, ich habe es noch nirgendwo gesehen. Und das wäre halt sehr, sehr wichtig, denn da müsste man wirklich gucken, hey, na, wie viel Attack Speed hat denn so ein Sugar? Lohnt sich da jetzt ein Raid drauf zu machen? Oder vielleicht nicht. PvE-Runden. PvE-Runden habe ich gerade schon erwähnt, ne? Da wird das ein bisschen geändert. Und zwar auf dem PBE war es so, dass die immer ein Item gedroppt haben. Wird anscheinend jetzt so geändert, dass wenn eine Runde kein Item droppt, man dafür Gold bekommt. Frage ist natürlich, wie viel Gold das ist. Ich denke mal so, 3-4 Gold werden schon sein. Ist ganz nett, aber ich hätte dann doch lieber ein Item gehabt. Ich frage mich, warum sie das nicht durchgezogen haben. Ne, steht jetzt auf jeden Fall nirgendwo. Vorher hast du halt immer mindestens ein Item bekommen. Außerdem wurde der Dragon and Elder Dragon Buff entfernt. Ja, das heißt, der hatte ja diese Magie-Immunität oder dass er es um 83% reduziert. Das ist jetzt komplett weg. Das heißt, ihr könnt als Sorcerer und Elementalist-Spieler endlich mal den Drachen killen. Das ist aber auch das Mindeste, weil das war echt kacke, muss man sagen. Wenn ihr Ranked spielt, könnt ihr maximal zu dritt spielen. Das heißt, vorher ging es zu fünft, jetzt geht es zu dritt. Das ist natürlich gut, weil man sonst inten könnte und absichtlich die Chance gibt, dass der andere climben kann. Ne? So ist die Chance ein bisschen geringer. Finde ich zwar irgendwie cool, aber ich überlege halt, wenn ich halt so Kumpels einlade, hey, lass zusammen climben. Und mindestens einer von denen, ist natürlich die Frage, ich denke, die ersten drei Plätze werden wahrscheinlich Elo bekommen. Und danach niemand mehr. Das heißt, wenn du Dritter wirst, kriegst du ein bisschen, Erster kriegst du viel. Ne, aber wenn du sagst, okay, hey, du musst halt, du lädst die Kumpels ein, die du wegbashst. Normalerweise lädst du ja die ein, um zusammen zu climben. Schwierig. Na gut. XP bis Level 9 wird etwas reduziert. Das heißt, ihr braucht noch 64. Das ist ziemlich cool. 6 Gold weniger. Abilities, die jetzt das lowste Ziel fokussen, das ist zum Beispiel die Ranger Q, nehmen jetzt das Ziel, was die wenigste Percentage HP hat. Vorher war es einfach Total HP. Ich glaube, vorher war es besser, wenn ich ehrlich bin.
Denn Rengar will jemanden anspringen, der wenig HP hat und den töten. Und nicht jemand, der prozentual wenig HP hat. Prozentual wenig HP könnte ein dreifach Varmox-Darius sein, Stufe 3, der immer noch 800 HP hat, ne? Ja, ansonsten, hier bei Shop, das ist ziemlich cool, das wusste ich gar nicht. Beziehungsweise, ich dachte, das wäre schon drin gewesen. Wenn ihr 28 XP habt und ihr braucht 30, ihr bekommt 2 XP pro Runde dazu, dann dachte ich immer, okay, ihr kriegt jetzt in der nächsten Runde die 2 XP, levelt auf und das, was ihr am Shop bekommt, ist auch schon das geauflevelte. Ja, das heißt, dass ihr schon die besseren Units für das nächste Level bekommt. Das war anscheinend nicht so. Ja, das heißt, das habe ich dann auch ein bisschen falsch gespielt, aber ist jetzt finally so. Ja, ihr bekommt dann also direkt die geupleveten Einheiten. Ansonsten werden natürlich wahrscheinlich das Damage Meter etc. ein paar Interface-Sachen dazukommen und wir haben die Traits, die Bonis. Demons. Demons werden bei zweier Demons erstmal genervt, das heißt der Mana Burn Chance ist auf 25% reduziert und auch beim 4er Bonus auf 50%, beim 6er Bonus allerdings auf 85%. Ist schon ziemlich viel, tut weh, bin mir unsicher ehrlich gesagt, weil auf dem PBE hatten sie so, dass Mana Burn dann auch 2 Damage macht, das steht jetzt hier nirgendwo, aber ja, weiß ich nicht, das Demon spielen ja eh die wenigsten. Ich finde Demon persönlich sehr stark, ich habe einmal 6er Demon gespielt und das war schon ziemlich krank, aber bin mir unsicher. Der Golem hat jetzt weniger AP und weniger Attack Damage und das finde ich, ja, gerecht, denn der Elementalist Golem ist viel zu stark. Ich hatte den mal richtig, richtig früh und da machst du einfach überhaupt nichts gegen. Ich finde aber, das hier ist kacke, denn im Late Game ist er immer noch tanky, aber nicht mehr so richtig nützlich. Ich finde, man hätte es so machen können, dass er scaled und zwar mit dem Level deiner Elementalisten. Ja, auf jedes Level, was deine Elementalisten höher gehen, wird der Golem stärker. Das heißt, wenn du 3 T1 Elementalisten drauf machst, um schnell den Golem zu bekommen, ist der Golem relativ schwach. Wenn du 3 T2 Elementalisten drauf hast, oder vielleicht sogar 4 Elementalisten, dann wird der Golem immer stärker. Ich fände, das wäre eine richtig coole Idee und so könnte man den Golem auch noch buffen und 5 Elementalisten oder so draufpacken, falls es überhaupt so viele gibt, keine Ahnung. Ich glaube, gibt nur 4, ne? Anivia noch? Das war's, glaube ich. Guardian Bonus stackt jetzt unendlich. Das heißt, das könnte tatsächlich mal lustig werden. Ihr könnt 4 Leonas nebeneinander stellen und ihr bekommt komplett für alle Leonas, wenn ich das richtig hier verstehe, den Armor Buff. Das heißt, der wird komplett unendlich hochgestackt. Problem hierbei ist natürlich, es ist nur Armor, keine Magieresistenz. Das heißt, gegen Magie seid ihr gefickt und dass Leona und nur Braums halt ziemlich scheiße sind. Ganzlinger buggt ziemlich oft, vor allem wenn die Leute das mit Blade Master zusammenspielen. Vorher war es so, ihr trefft ein zu diesem Ziel oder alle, ne, wenn ihr 4 Ganzlinger habt. Jetzt ist es so ein oder 2. Ist ein super krasser Nerf. Ich persönlich finde Ganzlinger auch super scheiße. Klar, ein bisschen mit Tristana, Hydra und so, das ist ein bisschen im Trend, aber ich finde Ganzlinger nicht besonders gut, sagen wir es mal so. Nur wenn du sehr speziell was spielst. Und das macht es deutlich uninteressanter. Piraten geben jetzt nur noch durchschnittlich 1,6 Gold anstatt 2 pro Kiste. Mir geben sie immer nur Fische und irgendwelche Reifen und so ein Scheiß, aber ist okay. Natürlich, klar, wird etwas genervt, aber man muss ja auch berücksichtigen, du kriegst jetzt deutlich leichter Pirat, dadurch, dass du Twisted Fate hast. Das heißt, wenn du richtig Glück hast, hast du Runde 3 oder 4 schon Piratenbonus, ne? Kannst früher mit anfangen. Shapeshifter kriegen jetzt weniger AP dazu, das tut auf jeden Fall super krass weh. Und Wild-Bonus wird etwas gebufft auf 8%. Ist ein nicer Buff, muss man definitiv sagen. Das heißt, Nidalee, Warwick, was ich im Early Game sehr, sehr gerne spiele, die beiden zusammen, sind ein bisschen stärker. Darius castet seine Q jetzt nicht einfach random. Ja, oft war es so, wenn er volles Mana bekommen hat und kein Gegner in der Nähe war, hat er sich einfach gedreht. Wie so ein Trottel. Macht er jetzt nicht mehr. Elise kostet jetzt ein Mana, beziehungsweise ein Gold. Ist jetzt also eine graue Unit. Die Spinnen, die sie spawnt, haben ebenfalls den Demon-Effekt, können also Mana burnen. Das ist super, super cool. Deswegen wurde auch vielleicht die Mana-Burn-Chance ein bisschen reduziert, aber du spielst ja nicht immer Elise. Dafür braucht sie allerdings 100 Mana, um sich zu verwandeln. Das schon. Also Stufe 1 Elise ist komplett turbo-useless, kann man sagen. 100 Mana kriegt sie nie im Leben zusammen. Und die Spinnen sind etwas weniger. Wobei, wenn ihr sie komplett durch habt, 4 ist schon ziemlich viel. Und wenn ihr halt mal wirklich 2 T2 Elises auf dem Board habt, dann sind das 4 Spinnen, das ist echt viel, muss man sagen. HP und Armor natürlich ein bisschen weniger, dafür, dass die Einheit weniger kostet. Fiora wird gebufft, mehr Attack Speed, das heißt Rageplay und Attack Speed Items würde ich euch nicht empfehlen, aber sind jetzt deutlich besser auf ihr. Und auch generell stackt sie jetzt ihre Mana schneller höher und die macht mehr Damage. Ja, Fiora ist super scheiße, aber dadurch nicht mehr ganz so scheiße, muss man sagen. Vielleicht jetzt sogar, ja, ne? Graves wird genervt, ich mag Graves überhaupt nicht, muss ich sagen, aber es gibt ein paar Builds, ne? Da böllert er schon ordentlich durch, wird aber genervt. Grund für mich mehr, ihn nicht zu spielen. Vayne, das hier sehe ich sehr kritisch.
0,65 Attack Speed hat sie jetzt. Und wie wir vorhin gelernt haben, ne, das Attack Speed funktioniert mit dem Attack Speed, was der Champion hat. Das heißt, sie hat jetzt mehr. Das heißt, sie bekommt auch mehr. Wenn ihr also Rageblade und sie ihren Ranger-Bonus und andere Geschichten noch habt, wird Vayne jetzt super krass ausrasten. Und ich finde sie aktuell schon manchmal relativ eklig und krass OP. Ne? Gerade mit Ranger-Bonus. Das ist fies. Warwick applied On-It-Effekte. Das heißt, gibt dem Boy eine titanische Hydra, eine Hydra. Dann springt der Boy an und macht bam, 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 bam und verteilt die ganze Zeit On-It-Effekte. Das heißt, ich kann das schon mal callen, probiert's aus, ne? Hier bei der Ideenfabrik Tobias. Hä, wer ist Tobias? Macht ihr Titanic drauf und Red Buff drauf und er verteilt AOE die ganze Zeit Red Buff auf die Gegner und ordentlich Titanic Damage. Muss natürlich in die richtige Richtung springen. Ab und zu wird er einfach random irgendwo hinspringen. Er springt auf den tiefsten Gegner. Ja, das wurde ja geändert. Könnte sein, dass niemand dahinter steht und er intet. Aber probiert's aus. Ist bestimmt mal lustig. Ahri. Ahri, im Endeffekt, kurz zusammengefasst, intet nicht mehr so viel mit ihrer Kugel, denn die intet permanent damit. Ist also deutlich verlässlicher. Blitzcrank, das ist sehr, sehr cool. Wenn er jemanden zieht, dann ist die Chance, dass die Verbündeten in der Nähe diesen Dude angreifen, erhöht. Ja, es ist nicht gewährleistet, aber erhöht. More likely. Das finde ich sehr, sehr gut, denn ab und zu war es so, Blitzcrank grabt einfach die Gegner schon full Item Draven. Ja, und dann steht er da in deinem Team. Und Blitzcrank sich so, ja, er geht woanders hin, ne? Und grabt noch andere Leute und geht einfach weg. Ne? Und jetzt wird dann wenigstens der Dude auch mal gekillt. Finde ich gut. Braum wird gebufft, hat jetzt mehr Damage Reduction und er shieldet in die Richtung des entferntesten Gegners. Das ist natürlich gut, weil der entfernteste Gegner ist meistens der stärkste Gegner und braucht weniger Mana-Kosten. Das heißt, wenn ihr einen fetten Draven habt oder so, könnte Braum jetzt echt ziemlich gut werden. Er kann sehr schnell shielden und hat ein fettes Schild, ne? Lucian macht mehr Schaden mit seinem zweiten Schuss. Pike braucht mehr Mana, um zu ulten, hat aber am Anfang auch mehr, hat 75 statt 125, statt 50. Das bedeutet, er wird am Anfang genauso schnell ulten wie vorher, wird aber beim zweiten Mal nicht mehr so schnell ulten können. Ja, gerade Spear of Sojin, das wird sehr, sehr viel gespielt, das heißt, Spear of Sojin wird genervt, aber auch der normale Pike beim zweiten Mal wird genervt. Na, eigentlich muss man sagen, muss jetzt schon fast Spear of Sojin machen, weil er sonst einfach niemals mehr ulten wird. 125 Mana ist halt super viel. Holy shit, ne? Rek'Sai. Rek'Sai buddelt nicht mehr ganz so lang. Könnte man sagen, ist ein Nerf, ist aber wahrscheinlich ein Buff, weil sie sich immer noch gleich viel heilt in der Zeit. Und dann ist sie nicht so lange AFK, beziehungsweise out of game. Knockup Duration ist höher und auch Damage ist höher. Könnte cool sein. Ich spiele sehr gerne Brawler, muss ich sagen. Shen hat direkt 100 Starting Mana. Ist super krank, muss man sagen. Denn dadurch macht er sofort einfach seine Ultimate. Ne? Und macht sofort so eine Kuppel um sich rum. Sofort am Anfang des Games. Finde ich ziemlich gut. Ich fand aber auch Shen ziemlich useless. Das hier könnte aber eventuell broken sein. Gerade bei Assassin-Spielern. Wobei die Assassins ja eh hinten reinspringen. Naja gut, machst du Shen auch zu einem Assassin? GG. Atrox. Atrox finde ich sowieso schon broken. Kostet jetzt, beziehungsweise braucht weniger Mana und macht mehr Damage. Er hat vorher schon super viel Damage gemacht. Jetzt macht er unendlich viel Damage. Also, holy shit, macht der Boy viel Damage, ne? Das ist super krass. Das ist auch noch AOE, Leute. Er macht auf Stufe 2 so 600, 700 jetzt. 700 werden es sein. Super krank. Vorher waren es 600. Evelyn hat jetzt mehr AP, hat jetzt eine höhere Execute-Reichweite und macht auch höheren Execute-Damage. Und wenn sie ultet, dann werden alle Gegner geroutet. Das heißt, die laufen nicht mehr aus der Ultimate raus. Evelyn ist relativ useless, aber manchmal. Also, ich glaube, ne, Evelyn könnte schon broken sein. Gangplank hat mehr Attack Speed, hat mehr HP und macht jetzt ebenfalls On-It-Effekte drauf. Das heißt, gibt dem Boy einen Red Buff und alle seine Fässer machen einen Red Buff auf die Gegner. Könnte ganz nett sein. Cannon. Cannon hat mehr Schaden und mehr Attack Damage. Ja, 10 mehr Attack Damage klingt ziemlich viel, ehrlich gesagt. Und auch mehr Damage. Gerade wo Elementalist natürlich genervt wurde. Aber der Damage, den er jetzt macht, ist super hoch, ne? Holy shit. Morgana macht ebenfalls mehr Damage. Poppy macht. Hat mehr Rüstung, hat mehr Stun-Duration und knockt jetzt mehrere Ziele hoch. Und ich muss sagen, Poppy kriegt man sehr oft auf Stufe 3, weil niemand Poppy kauft. Poppy mit Yordle zusammen, Stufe 3, ist gefühlt unsterblich. Komplett unsterblich, sogar ohne Items. Pack Items drauf, ich glaube, das hier ist zu viel. Also ja, wie gesagt, man spielt sie sehr selten, weil sie einfach nur in Yordle reinpasst. Knight ist, spielt halt keiner. Aber Poppy, holy shit, der Champ ist, geht nicht kaputt. Die geht nicht kaputt. Das hier ist broken, Leute. Holy shit. Broken. Rengar. Rengar stackt sein Attack Speed durch seine Ultimate jetzt multiplikativ. Das klingt ziemlich krass.
Und wo die jetzt meisten von euch sagen werden, ja, hey, Rengar ist eh nicht so gut. Holy shit, Leute, probiert mal, wenn ihr einen Rengar relativ früh zusammenkriegt. Gebt dem Infinity Edge, gebt den Rageblade oder Spear of Sojourn. Hauptsache ein Rageblade. Der Boy carries euer komplettes Early Game. Ihr müsst dem nur die Items geben. Rengar ist super strong. Und jetzt noch ein bisschen stärker. Shyvana hat etwas mehr Attack Speed, hat etwas mehr AP und macht etwas mehr Schaden. Das ist ganz nett. Veigar macht jetzt statt 9999 Damage 19999 Damage. Hat ja vorher nicht gereicht. Hat es wirklich nicht. Denn wenn jetzt Einheit 83% Magic Resist hatte, das heißt die Dragonclaw, dann ist die Einheit nicht gestorben, wenn es ein Tank war oder sowas. Und jetzt stirbt sie auf jeden Fall. Außerdem ist die Mana-Kosten reduziert. Ich muss sagen, ich habe heute gegen einen Veigar gespielt. Mit Items und der war. Also, ich habe bisher Veigar immer useless gefunden, aber ich glaube, Veigar ist holy shit broken. Der hat einfach eine Einheit nach der anderen gelöscht und ich hatte Draven und alles, hat er einfach weggemacht. Ne, der hat die ganze. Der hat 3-4 Ults geböllert, einfach alles sofort weg. Volibear hat etwas mehr AP, das ist auch absolut notwendig. Der Dude kostet 600, der kostet 3 Gold, viel zu viel. Ich dachte, der braucht eigentlich 800 AP. Hat mehr Attack Speed, braucht weniger Mana und macht etwas mehr Lightning Damage, Attack Damage Ratio. Akali ultet nicht mehr komplett random. Oft war es so, wenn sie volles Mana hat, ultet sie einfach. Das macht sie nicht mehr. Und sehr oft hat die Ult kein Damage gemacht. Das ist mir übel oft aufgefallen. Sie macht jetzt immer Damage. Brand-Mana-Kosten wurde erhöht. Nochmal Elementalisten. Also Elementalisten sind tot, Leute, ich schwör. Ne? Wobei Cannon ja gebufft wurde. Aber der Cannon wurde gebufft, Brand wurde genervt. Und das hier ist halt schon wichtig. Und der, naja, wobei Draven wird auch genervt, muss man sagen. Das heißt, die ganzen Vierer-Units wurden ein bisschen genervt. Außer Aurelion, aber der wurde ja schon mal genervt. Sugard hat etwas weniger AP und auch der Knock-Up wurde etwas reduziert. Muss sagen, auch Sejuani stunt deutlich länger. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist, aber das ist länger, als was Sugard macht. Nah wurde etwas genervt. Das heißt, die ganzen Vierer-Units, ne, das tut schon alles weh, muss man sagen. Leona hat weniger Mana-Kosten. Das ist ein. Also, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Spieler, der überhaupt Leona spielt. Und das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Denn. Ja, es ist nur auf ein Ziel, aber wenn das jetzt eine Einheit trifft wie Draven oder sowas, das ist einfach ein Windows-Update. Da kannst du weggehen, da kannst du einkaufen gehen und kommst wieder und das läuft immer noch. Das Ding stunt für 9 Sekunden oder so, das ist super krank. Ah, hier sehen wir die Stun-Duration von Sejuani, ja. 3,5, ne, wurde auch genervt, aber 3,5 im Gegensatz zu 2. Na klar, ich glaube, Sugard ist ein bisschen größer, der Bereich. Aber, wenn ihr euch entscheiden könnt, würde ich lieber Sejuani nehmen, wenn ich ehrlich bin. Anivia macht ihre Ultimate immer noch weiter, selbst wenn sie stirbt. Miss Fortune braucht jetzt mehr Mana, finde ich irgendwie nicht gut, weil Miss Fortune ist sehr speziell. Ne? Sehr, sehr speziell. Klar, es gibt die maximische Miss Fortune, die Instant-Ult Miss Fortune. Yasuo macht ebenfalls On-It-Effekte drauf, hat jetzt höhere Knock-Up-Duration und mehr Damage. Ich spiele sehr gerne Yasuo, weil ich natürlich auch sehr gerne Draven spiele. Ne? Blademaster, das klingt ziemlich krass, muss ich sagen. Ha, Items. Spatula verdoppelt jetzt den Wert, das heißt, wenn ihr Yomus habt, dann kriegt ihr 40 Attack Damage, ja. Das heißt, bei Sorcerer 40 AP oder was auch immer, es wird verdoppelt. Curse Blade kann jetzt zu 0 Stars reduzieren, das ist auch ziemlich stark. Guardian Angel revived jetzt nach 2 Sekunden. Ich würde niemandem empfehlen, Guardian Angel zu bauen. Guardian Angel ist useless, sind wir ehrlich. Gibt jetzt, hat gute Werte, aber weiß ich nicht. Attack Speed gibt jetzt, Rage Blade gibt jetzt wieder 4%, das ist super viel. Ionic Spark funktioniert jetzt, gibt jetzt 200 Damage statt 75 Damage und es ist True Damage. Könnte actually worth sein, wenn ihr jemanden habt, der Spear of Sojourn baut und der vielleicht sogar ein Sorcerer-Spieler oder sowas, der nicht so viel AP hat. Die casten alle und verlieren super viel AP. Könnte worth sein. Vor allem, wenn ihr das Ding 3-4 Mal baut, dann müsste man mal ausprobieren. Dann, ich weiß nicht, was sich das baut. Irgendwie AP, Magieresistenz oder sowas bestimmt. Dann könnte krass sein, ne? Macht 4 Stück von den Dingern. Und alle kriegen sofort 800 Damage. So viel HP tut schon weh. Ne? Iron of the Solari Locket. Gibt jetzt mehr Schild, könnte man sich denken, hä, warum? Aber es wird jetzt verändert. Und zwar bekommt der Vera das Schild und die zwei Leute jeweils links und rechts. Das heißt, in einer Linie bekommen ebenfalls das Schild. Das ist erstmal ein Nerf an der Anzahl, denn ihr habt jetzt nur noch 5 Leute. Vorher waren es, glaube ich, 7 oder 8. Jetzt nur noch 5. Dafür ist der Schildwert höher und ihr müsst halt eine Linie bilden. Das ist genau das, was Sorcerer nicht will. Deswegen, Sorcerer wurde hart genervt damit. Sollte jetzt also klappen. Gleiches wurde auch für Siegis gemacht. Das sehen wir nachher. Loons Echo wurde jetzt verändert. Vorher hat das nämlich mit AP gescaled. Das war komplett krank. Das heißt, Loons hat gar kein Damage gemacht. Habt ihr Rabadons drauf gemacht. Hat das Ding einfach alles gewone-shottet. Jetzt scaled es nicht mehr mit AP. Macht dafür aber mehr Damage. Wobei, hier ist noch so ein AP-Scaling drin. Aber nicht mehr so wie vorher auf jeden Fall. Morello Nomicon macht jetzt etwas mehr Schaden. Rapid Fire Nidalee funktioniert nicht mehr. Das heißt, es funktioniert noch, aber sie kriegt eine Nahkampfreichweite, wird verdoppelt und nicht mehr. Sie hat nicht mehr diese Fernkampfreichweite in der Katzenform. Recurve Bow gibt mehr Attack Speed. Redemption triggert jetzt bei 25%.
und nicht, wenn die Einheit stirbt. Runans macht jetzt nur noch ein Bolt, macht weniger Damage, dafür aber ohne Defekte drauf. Seraphen wurde gefickt, Attack Speed, beziehungsweise Static Shift, trifft jetzt 3 zusätzliche Ziele, wurde also insgesamt gebufft. Thornmail wurde, glaube ich, genervt, denn 35% auf Damage Taken wurde reflektiert, wenn Draven euch übel Damage macht. Jetzt ist es 100% von dem Damage, den ihr verhindert. Das heißt, ne, Thornmail gibt ja viel Armor, ihr kriegt also weniger Damage und dieser weniger Damage wird zurückgeworfen. Könnte worth sein, da müsst ihr aber richtig viel Armor stacken. Dafür ist es jetzt True Damage, muss man sagen. Varmox gibt jetzt 6%, aber nur noch Missing HP. Ist, weiß ich nicht, glaube ich, im Early Game jetzt broken, aber im Late Game, glaube ich, useless, weil wenn eine Einheit einmal in Missing HP geht, dann ist sie auch sofort tot, muss man sagen, im Late Game, wenn da 8 Einheiten stehen. Und dasselbe, wie gesagt, bei Zekis gibt jetzt auch 15%, also ein bisschen mehr, aber ebenfalls in einer Reihe stellen das Ganze. Das war's mit den Patch Notes, war doch super viel, wie ihr seht, an der Videolänge. Könnt mir ja gerne sagen, was für Metas oder was auch immer, könnte man ausprobieren, welche Änderungen findet ihr gut, welche findet ihr weniger gut. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.